Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne ein Haul zeigen. Ich war heute unterwegs im Action, im Rossmann, im DM, im Taco und im Fressnapf. Aber Fressnapf werde ich euch nicht zeigen für die Mädels, weil das ist nur Katzenfutter. Und ich denke, das ist nicht so interessant. Und ja. Wenn ihr gespannt auf das Video seid, bleibt gern dran und habt viel Spaß bei diesem Video. Ich habe Klamotte geshoppt. Juhu! Ich werde euch zuerst die Sachen aus dem Taco zeigen. Die habe ich gerade auf meinem Schoß. Ich wollte unbedingt heute in den Taco. Ich weiß auch nicht, ich hatte so das Bedürfnis, mal in den Taco zu gehen. Und ich bin auch fündig geworden. Und ja, ich werde euch die Sachen mal zeigen. Das ist nichts Besonderes, aber ich dachte ja, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Falls ihr euch wundert, warum sieht die Alte hier so aus, wie sie aussieht. Ich habe gestern vergessen, meine Haare aufzumachen. Ich habe sie ja hier hochgesteckt. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, gucke in den Spiegel und denke mir so, hä? Ja, ich schlafe ja sonst immer mit dem Zopf und ich habe meine Haare, ich war gestern arbeiten und habe die Haare einfach nicht aufgemacht. Und ja. Für eine Nacht, denke ich, geht das gut durch. Ich war seit heute Mittag unterwegs bis eben gerade. Jetzt haben wir schon um 8:30 abends. Und ja, ist wie es ist, ne? So, ich wollte unbedingt mal nach T-Shirts gucken. Und das war wieder organisatorisches Problem. Und habe natürlich auch eins gefunden. Mal gucken, ja. Ein Pepsi Cola T-Shirt, schlicht. Das hat 12,99 € gekostet. Ich werde es nochmal anprobieren, weil ich habe das einmal in größer mitgenommen. Ich hatte schon eine Größe kleiner. Und also ich habe es praktisch in L anprobiert und das lag irgendwie komisch. Und dann habe ich XL mitgenommen. Ich weiß nicht, ob mir das passt. Da hatte ich keinen Bock mehr, das Zeug anzuprobieren, weil ich war schon ein bisschen nass geschwitzt. Es war halt so warm. Dann habe ich noch ein Mickey Mouse mitgenommen. Auch in XL. Wie gesagt, die lagen voll komisch irgendwie. Ich weiß es nicht. Dann habe ich nochmal ein Mickey Mouse. Ne, ein Minnie Mouse eigentlich ist es. So ein graues. Ein bisschen verwaschen sieht das aus. Und die Minnie Mouse. Ein Buntformat. Das habe ich in L mitgenommen, weil in XL war mir das viel zu groß. Das sah aus, als hätte ich einen Sack an. Ich mag das nicht so eng. Ich mag aber auch nicht, wenn das so total schlappert. Das sieht dann komisch an mir aus. Da sehe ich dicker aus, als ich eigentlich bin. Dann habe ich auch eins mitgenommen. Ein rosanes mit Schmetterling-T-Shirt. Ach so, das Minimaus hat jetzt auch 12,99 € gekostet. Das rosane hier hat 5,99 € gekostet und das ist in XL und das liegt gerade so an. Also es ist nicht zu locker und es ist aber auch nicht zu eng. Es ist gerade so ein Mix. Das hätte ich eigentlich auch in XXL, also auf Größen kann man eh nichts irgendwie Wert legen. Aber ich hatte keinen Bock mehr rauszugehen, weil die hangen draußen und ich hatte keine Lust. Also ich nehme das und wenn mir das so nicht gefällt zu meiner Hose, die ich dazu anziehen möchte, dann ziehe ich es halt zu Hause an. Das ist auch in XL und das ist viel größer als das mit den Schmetterlingen. Also das ist mir schon eigentlich fast zu groß. Aber da hatte ich auch keinen Bock mehr rauszugehen. Dann ist es halt ein lockeres. Ist einfach so. Und das hat auch 6 € gekostet. Dann habe ich einen Rock gefunden. Ich habe mir letztes Jahr schon, wenn mein Taco-Haul vom letzten Jahr sich angeschaut hat, hat gesehen, dass ich so einen Rock mir gekauft habe in Schwarz. Mit so lila Blüten und grünen Blättern. Das ist so ein Walla 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 Ding. Der geht mir fast bis zu Knöcheln eigentlich. Habe ich in L mitgenommen. Und der war von 17,99 € auf 3,99 € reduziert. Ja, da ich so ein ähnliches Oberteil habe oder weiß und schwarz dazu anziehen kann. Einfach mal schnell angezogen mit Turnschuhen und einem klassischen Shirt, einfach ohne Muster, ohne nix. Bist du schnell fertig und siehst gut aus. Und was
ich natürlich noch getrieben habe, ich habe natürlich wieder Haaraccessoires gekauft. Wie kann es denn auch anders sein? Ich bin total eskaliert. Aber das ist immer so beim Taco irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wenn ich da mal hingehe, dann finde ich ganz viel Zeug. Das hat mehr gekostet wahrscheinlich zusammen als die ganzen Klamotten, ey. Naja, ist wie es ist. Was ist denn hier wieder los? Gut, zeige ich euch mal nach und nach. Zu einem, das war von den Kinderständer da, so kleine Fluffelgummis. Ich habe schon mal solche in Rot, Bordeaux, nee, in Bordeaux, in Rosa und in Schwarz. Und ich liebe die total. Wenn ich einen Dutti hier mache oben, so einen kleinen, und lasse die Haare offen, und dann meistens mache ich das mit dem nochmal drum. Und das sieht immer cool aus. Die haben 3,99 € gekostet. Deswegen habe ich mir jetzt die mal mitgenommen. So Plüschdinge. Dann gab es von Minnie Maus für 4,99 € für so zwei Klemmchen, aber die sind aus Metall und die halten eigentlich für immer. Wenn die gut in den Haaren liegen, sage ich mal, und meine Haare gut festhalten, dann werde ich mir noch mal eins zulegen von denen hier. Ja, so süßes Schleifchen und die Minnie Maus. Ja, ich werde mit 80 auch noch Minnie Maus in den Haaren haben. Das ist mir egal. Ich mag's. Ich liebe Disney. Total. Dann habe ich mir für 1,99 € so ein Haarreifen mitgenommen. Ja, mit dem Dutti geht's klar. So finde ich, das sieht manchmal komisch aus. Obwohl, es geht eigentlich. Bin ich aber nicht gewöhnt. Ich gehe nächste Woche endlich zum Friseur. Mein Pony, der ist schon übelst lang wieder geworden. Also einmal so eins passt auch eigentlich, nee, das passt nicht so gut dazu. Das ist kühleres Blau als der Rock. Dann habe ich eins in Lila gekauft für 3,99 €. Die Dinger sind ja jetzt voll in. Ich habe eine Frau gesehen, die war bestimmt so 50, über 50, und die hatte eine Leopardenbrille, ja, so mit so eine, ja, mit Tigermuster so, oder Leopardenmuster, so ein Rahmen. Und hatte die eine braune Brille oder, ja, ich glaube irgendwie so. Und auf jeden Fall hat sie so einen Leoparden-Haarreifen gehabt. Und sie hatte kurzes blondes Haar, so schön geschnitten. Ey, die sah so gut aus. Ja, habe ich nochmal so eins mitgenommen. Lila geht immer. Ist ja auch heller als meine Haare. Ich habe so ein Oberteil. Sehe ich ja noch geiler aus hier. Auch so aus dem Stoff, und hier ist einmal so ein Haarreifen mit einer Schleife und so ein Scrunchie. Auch voll cool. Hat 4,99 € gekostet. Mag das total gerne, diese Schleifen gerade oben. Das geht immer. Liebe ich total. Dann habe ich noch einen Haarreifen. Ich habe sowieso eine Haarreifen-Obsession schon mit kurzen Haaren gehabt. 5,99 €. Dachte mir mal, sowas ist auch nicht verkehrt. Passt auch gut zu meinen Haaren. Auch mit einem Scrunchie. Ich finde, von den Farben her sieht das gut aus. Auch wenn der Gummi jetzt hier dazwischen ist. Kann man machen. Denke ich mal, sieht gut aus. Und dann habe ich einfach was Kindisches und Witziges mitgenommen. 5,99 €, aber das war mir egal. Aber zum Schminken einfach so, ne? Wenn ich ein Video drehe oder so, dass ich mal so ein Schleifchen auch mal auf dem Kopf habe. Raus würde ich damit nicht gehen, aber mir gefällt es. Zum Fertigmachen geht das schon mal. Und für 3,99 € zwei Scrunchies, so ein grün, kühles Grün. So ein Salbeigrün und ein Babylila. Passt auch zu meinen Haaren mit Smiley natürlich. Voll süß, deswegen habe ich die mitgenommen. Wären die nackig ohne Smileys, hätte ich die, glaube ich, nicht mitgenommen. Obwohl, kann sein, dass ich sie mitgenommen hätte. Jo. Ja, das war die Ausbeute aus dem Taco. Und jetzt zeige ich euch die anderen Produkte. Bis gleich. So, dann war ich ja im Action.
Eigentlich habe ich nicht viel gekauft, für 16 Euro nur. Da habe ich noch mal zweimal von diesen Rainbow iPads mitgenommen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie die sind. Die werde ich morgen mal testen. Aber meine Mama wollte auch mal diese ausprobieren. Und da habe ich ihr ein Stück oder sogar zwei, je nachdem, wie ich die finde, mitgenommen. Falls ich die nicht mag, kriegt sie die anderen, die ich habe, weil die ist dann nicht so anspruchsvoll. Die macht sich erst vertraut mit Augenpads. Dann habe ich von Snickers Creamy Peanut Butter mitgenommen. Hat man schon mal, aber ich hatte irgendwie Lust. Dann habe ich für Schatzi seine Lieblinge mitgenommen. Haribo Mega Mix. Weil er keine mehr hat. Und dann bin ich irgendwie auf den Trichter mit dem Popcorn für die Mikrowelle gekommen. Die waren unter einem Euro, glaube ich, 89 Cent, 3x 100 Gramm. Und da ich momentan irgendwie so Serien suchte, natürlich würde ich mir jetzt nicht jeden Tag eine Popcorn-Tüte reinziehen, aber mal habe ich Lust auf Popcorn. Und einmal salzig. Dann sweet. Und salted Karamell. Bin gespannt, wie die schmecken. Wenn die gut sind, dann kann man die ja mal kaufen, weil wir essen sehr selten Popcorn. Und was ich noch mitgenommen habe, das Bananenshampoo. Ja, 95% der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und vegan. For shiny and soft hair. Ich habe nämlich noch von Fructis die Bananenkur und da hatte ich, ja, ich habe mir von Fructis dieses Bananenshampoo immer noch nicht gekauft und da habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme mal das, wenn mir das nicht so gefällt, nehme ich es als Handseife. Was los? Mia? Ja, die wieder, ne? Also es gibt kein Video, wo irgendeine Katze nicht quatscht. Die haben eben gerade gefuttert. Ich weiß nicht, was die jetzt hat. Willst du ins Schlafzimmer? Weißt du nicht? Ja, ich auch nicht. Ich glaube schon. Das bleibt jetzt zu. Ich habe keinen Bock, dass es Überraschungen auf meinem Bettdecke gibt. Das riecht auch voll lecker nach Banane. Nicht so künstlich und nicht so wie eine gematschte Banane. Ich habe nämlich gerade so einen Handseifenschaum von Sauber. Und das riecht, als hätte man gerade eine Banane zermatscht und würde sich damit die Hände waschen. Das ist so eklig. Obwohl ich den Schaum und die Pflege total mag. Gell? Aber dieser Duft, oh, wir haben nur noch so viel. Das riecht lecker. Ja, das war's schon mal vom Action und jetzt geht's weiter mit Rossmann. Jo, die Sachen halt hergeholt. Es sind auch ein paar Geschenke dabei, die werde ich jetzt nicht zeigen, obwohl die Person eigentlich weiß, was ich ihr schenke. Aber zum Teil auch nicht, was auch gut so ist. Ich habe wieder Zahnbürsten gebraucht. Ich habe nur noch eins oder zwei auf Backup und die vorletzte werde ich mir morgen oder heute noch Abend tauschen und ja, da habe ich noch eins und da ich die Dinger immer vergesse zu kaufen, kaufe ich sie. Was ich natürlich vergessen habe zu kaufen, ist meine Augenbrauenfarbe von Sias, aber ich war dann beim zweiten, noch heute zum zweiten Mal beim Rossmann, bei einem anderen, weil ich unbedingt von diesem Disney-Aufsteller, wo ich die ganzen Masken schon gekauft habe, die Augenpads, Mickey Mouse Augenpads haben wollte. Diese mit Vlies und die waren alle ausverkauft. Und ich war letztens da und habe sie vergessen mitzunehmen, weil die so gut sind. Waren wahrscheinlich die anderen auch so schlau wie ich. Naja. Dann gibt es eine andere LE. Und dann hole ich mir welche. Ganz einfach. So, dann gab es von Isana eine Limited Edition Vitamin C und Koffeintuchmaske Wake Up Effekt. Werde ich auch im Kühlschrank schmeißen, werde ich morgens auf jeden Fall benutzen. Ja, bin ich gespannt, wie ich die finde. Dann gab es auch eine Isana Crememaske Sweet Peach. Regenerierend und zeitpflegend, Bio Baby-Pfirsich-Extrakt und Pfirsichkernöl. Jeder Haupttyp LE. Weiß nicht, habe ich heute entdeckt. Werde ich als Nachtpflege verwenden. Die muss man nicht abspülen, oder? Einmassieren oder Kosmetiktuch.
Ja, werde ich als Nachtpflege benutzen, wie immer. Dann habe ich mir eine Seife gekauft. Von Tesori d'Orient oder Dorion oder wie auch immer, Hammam Ritual. Aromatische Seife mit Arganöl und Orangenblüte. Und da ich ja die Duschgele und Badezusätze davon liebe, und es gab einen Coupon in der App, Coupon für 20%, und da habe ich mir die mitgenommen. Ich habe zwar 100.000 Seifen, 125 Gramm sind das, aber ich wollte die unbedingt haben mal. Hammam ist ein sinnliches Wellness- und Schönheitsritual aus dem Orient, welches ihre Sinne schon beim Händewaschen verwöhnt. Genießen Sie den sinnlichen Duft nach Orangenblüte in Verbindung mit würzigen Noten, während wertvolles Arganöl Ihre Haut mit intensiver Pflege verwöhnt. Die Haut wird sanft gereinigt und hinterlässt ein angenehmes, samtweiches Hautgefühl. Ich muss immer gucken, ob ich noch Zeit habe. Also wir haben noch ein paar Minuten, dann ist mein Speicher voll. Die Seife kommt, die ist sogar eingepackt. Kommt so daher. Die riecht lecker, ey. Die riecht so gut. Überhaupt nicht so würzig oder so. Ja, so cremig. Orientalisch würde ich sagen, nach Orange. Pflegend riecht die, also ich bin gespannt. Ich liebe Stücksalzen total. So, nochmal Geschenke. Und noch ein Geschenki. Kann ich aber auch zeigen an meine Freundin. Eigentlich kann ich das andere auch zeigen, weil sie weiß, dass ich ihr das gekauft habe. Meine Freundin Kathi wollte unbedingt die Palette und die gab es bei ihr nicht mehr und bei uns schon. Und dann habe ich ihr eine mitgenommen, habe ihr auch, ist auch noch zugeklebt, hat keiner rumgegrapscht da drin und sie hat sich total gefreut, dass ich die noch erwischt habe, weil die in dem anderen DM, Rossmann, waren sie nämlich ausverkauft. Ja, daher. Und was meine Freundin Kathi noch wollte, war, also, ich habe sie gefragt, weil sie die so gern mag und sie gesagt hat, dass die ganz, ganz toll ist. Und da habe ich hier natürlich auch von Isana die Bodylotion mitgenommen. Aus dieser Disney LE mit Shea Butter und fruchtigen Duft. Bei uns gab es noch voll viele auf dem Aufsteller. Ich glaube, die haben den nachgefüllt, weil als ich letztens mal da war das Zeug nicht da. Naja, so ist das. Dann gab es wieder Geschenke. Das zeige ich dir nicht, was ich dir noch eingekauft habe. Wir haben nämlich bald Geburtstag nächsten Monat. Und jo. Das mal hier zur Seite tun. Und da habe ich hier noch so überraschungsweise was mitgenommen. Das zeige ich dir nicht. Was ich noch mitgenommen habe, ist von Isana die Hydrogel Augenpads. Vitalisierend mit Vitamin C und Himbeerextrakt habe ich mir die mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe irgendwo im Kühlschrank. Muss ich noch mal schauen, wegen der Form, ob ich die Form mag. Und die habe ich hier mit Melone und Koffein, die habe ich für Mama mitgenommen, weil ich davon noch 100.000 im Kühlschrank habe, weil das meine Lieblingssorte ist. Und Mama hat heute gesagt, wenn ich einkaufen gehe, soll ich ihr ein paar Augenpads mitbringen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bringe ich ihr von jeder Sorte immer, die ich zumindest gut finde, mit. Dann habe ich natürlich noch eine Maske gekauft. Ich glaube, die habe ich mir nicht mehr mitgenommen letztes Mal. Von Isana, mild zum Hautmikrobiom, Hautliebe und ein strahlend, Liebe und ein Strahlen für deine Haut. Ceramide-Tuchmaske mit Hyaluron und Shea Butter. Sofort glattere Haut. Ja. Studie Faltentiefreduktion nach einer Stunde, 24 Stunden Hautfeuchtigkeit. Ja, Trockenheitsfältchen. Das wäre ja richtig gut. Ja, mal gucken, habe ich mir gedacht. Kannst du ja mal machen. Habe ja so viele Augenmasken aufgebraucht. Da kann ich die natürlich mir kaufen. So, dann von M. Eukal, Immunstark, Vitaminshot, Vitaminbonbon gefüllt mit Multisaftkram.
zuckerfrei hat meine Freundin Kathi letztens irgendwie sich gekauft und ich bin an den Dingern immer vorbeigelaufen und irgendwie habe ich gedacht, das wäre irgendwie Ingwer oder so und dann habe ich mir heute mal eine Packung gegönnt, weil ich irgendwie auf der Arbeit seit neuestem Bonbons mit habe. Fällt mir gleich alles wieder runter, ist ja auch nichts Neues mehr. Ja, ja genau, es ist runtergefallen, habe ich ja eben gerade gesagt. Und daher hat die Bonbons. Dann habe ich hier Saison. Sag mal, was ist denn das heute für ein Zirkus? Fällt mir der ganze Kram runter wieder. Furchtbar. Von Fire Beauty gab es wieder so Saison für Sommer Haaraccessoires und da habe ich mir so Steckspangen mitgenommen. Einmal so hell in weiß, Helmut und einmal in Gold, weil das kann man ja zu silbernen Spangen oder rosa und die dann halt zu den goldenen. Mal gucken, ob die meine Haare überhaupt greifen, weil die sehen nicht so dick aus, aber die sind schon ziemlich dick. Was ich mir dann noch gekauft habe, weil sie mir so gut gefallen hat und ich die Zacken so gern mag, habe ich mir so eine schöne Spange gekauft, auch wieder von Saison Fire Beauty. Die hat 3,99 gekostet und die haben jeweils 2,49 gekostet. Also ich fand es halt schön, weil das auch so Perlmutt mit Blau ist und die Zacken. Und da ich ja die Haare hier hinten ziemlich dick dann zusammengerollt sind und hochgesteckt sind, brauche ich gute feste Griffe hier Zacken, weil die Plastikdinger, die halten nicht gut, obwohl das auch Plastikspange ist vom DM und die liebe ich über alles. Die ist schon voll abgeranzt, aber ich kann mich von ihr nicht trennen. Weil jeder, der sie sieht, sagt, oh, die ist voll hübsch, weil da Love draufsteht. Dann habe ich nochmal aus der Rival Loves Me Take Me to the Beach ein Body Glow Spray mitgenommen. Ja, der Maxim hat das als Face Spray benutzt und fand das eigentlich ganz gut. Hat einen schönen Glow gemacht und da habe ich gedacht, kann ich ja auch mal versuchen. Sorry, wenn ich alles in den Haaren rumfuchtle, aber das stört mich total, der Pony. Und was ich mitgenommen habe, weil ich mir ja 100 Jahre die Nägel jeden Tag, ne, die Nägel lackiere, habe ich von Rival Loves Me HD Gels on the Go 45 Sekunden Nail Polish mitgenommen in der Nummer 31 Silver Vibes. Und das sieht aus wie so ein flüssiges Silber. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich fand die Farbe so geil. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass das an meinen Nägeln irgendwie einigermaßen gescheit aussieht, dass die Rillen nicht zu sehr betont werden, weil das sieht so hübsch aus. Und da ich jetzt Urlaub habe, werde ich mir natürlich die Nägel lackieren, ist ja wohl klar. Ja, das waren die Sachen vom Rossi und jetzt zeige ich euch nochmal die DM-Ausbeute. Sind nur Kleinigkeiten geworden und ich habe nichts bezahlt für den Einkauf, weil ich mit den Payback-Punkten bezahlt habe. Der Einkauf hat 41 Euro gekostet. Also denkt an die Payback-Punkte, macht das mal, weil da spart ihr so viel. Und ich gönne mir das immer zweimal oder so oder einmal im Jahr, dass ich gar nichts bezahle für meine Einkäufe, wenn ich genug angesammelt habe. Ja. Warum bin ich eigentlich in den DM gegangen? Weil ich so ein Herz, Deko-Herz, Porzellan-Deko-Herz haben wollte, wo steht, Mama, du bist die Beste oder irgendwie so, weil es ist ja bald Mama-Tag und Mama ist ja jetzt im Urlaub heute gefahren. Und da wollte ich, wenn sie zurückkommt, wollte ich ihr schon entweder eine Orchidee kaufen oder einen riesen Blumenstrauß, je nachdem, was ich bekomme. Und dazu das Herz. Aber leider gibt es das Herz irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das online noch bekomme. Ansonsten ist es, wie es ist. Dann kriegt sie halt was anderes. Ja, dann habe ich, sie hat mich ja gebeten, ihr Augenpads mitzubringen. Und dann habe ich das natürlich auch gemacht. Ich habe von Balea nochmal die drei mitgenommen, weil ich die ziemlich gut finde. Also die finde ich klasse. Die würde ich immer wieder nachkaufen. Die habe ich ihr mitgenommen. Dann habe ich von diesen Aufsteller, obwohl ich das eigentlich gar nicht bräuchte, ich habe genug
Fußpflegesachen von Balea, diese Fußmaske Tropical Walk mit Duft nach Passionsfrucht, pflegt mit Shea Butter und Kokosöl, und habe ich mir gedacht, ja, weil es so ein kleines Sachet ist, kann ich wenigstens mal testen, weil sonst kaufe ich gar nichts für die Füße. Ich habe genug noch da. Dann habe ich mir von Ebelin, von den Kinderaufsteller, war das auf dem Kinderaufsteller? Nein, war es nicht. Haargummis mitgenommen. Ja, ihr kennt ja schon mein Beuteschema, ne? Da sind so kleine Smileys sogar abgebildet. Und die gab es online nicht, deswegen habe ich mir die jetzt so gekauft. Und weil ich mir jetzt die T-Shirts und so blaue Sachen irgendwie, habe ich mir auch mal Babyblau und Rosa mal mitgenommen, weil ich habe sonst nur Schwarz, Lila oder Pink oder so, Haargummis oder Bordeauxrot. Und falls ich mir doch mal einen Zopf mache und man sieht den Haargummi, ich meine, keine Sau guckt drauf oder interessiert, aber für meinen Kopf brauche ich das. Da habe ich mir halt blau mitgenommen, und von Ebelin, das war auf dem Kinderaufsteller, für 2,49 Euro. Die Haargummis haben 2,25 Euro gekostet, eigentlich früher, und 1,95 Euro. Früher waren die Sachen viel günstiger. Aber ja, ist ja auch alles teurer. Und da habe ich mir zweimal hier so Perlmutt-Schmetterlinge mitgenommen, weil ich hinten meistens so kleine noch Klemmchen habe zum Befestigen. Und dafür ein Dutt oben kann man ja auch mal so einen reinsetzen oder zwei. Und da habe ich mir die mitgenommen. Ich hoffe, die halten meine Haare. Dann habe ich mir gekauft die neue Maybelline The Falsies Surreal Mascara. Die wollte ich unbedingt haben. Ich habe mir geschworen, wenn ich die sehe, hole ich mir die, weil ich habe jetzt so viele aufgebraucht. Und ich habe zwar noch welche, aber die wollte ich jetzt unbedingt haben. Aber ich kriege die jetzt gerade nicht aufgemacht. Das mache ich jetzt auch gleich im Anschluss. Sonst dauert das Video 100 Jahre und ich habe nicht mehr so viel Speicher voll. Oder frei. Dann von BH gab es eine Sunset Glow LA oder so. So ein Aufsteller. Da habe ich mir den Highlighter mitgenommen. Der ist wunderschön. Das ist die, ja, in der Nuance Bel Air. Auf den Dings. Kleber mal abmachen. Ja, steht BH, und das ist so ein Rosé Helmut. Gleich mal. Da gab es noch einen goldigeren, aber der wäre mir wahrscheinlich zu dunkel. Und ihr seht ja, ich mag ja so ein bisschen heller. Ja, den habe ich mir mal mitgenommen. Mal gucken, wie der so performt. Und dann gab es eine Highlight Palette Island Flying Sunset Glow. Das war auch nur eine einzige, die so war. Kann mich auch nicht erinnern, dass da eine andere war. Da waren, ja, danach habe ich nicht geguckt. Ich war irgendwie, ich weiß nicht warum. Ach, ich werde ja am Montag nochmal hinfahren. Da gucke ich mir die Paletten nochmal an. Da gab es nämlich noch zwei Lidschattenpaletten. Und ich habe nicht reingeguckt. Weil ich so oft auf diese Highlight-Palette irgendwie, ich habe sie gesehen und habe da auf den Test, in den Tester reingeschaut. Also sie sieht, ich habe euch die, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ich Horst. Einmal sieht die Verpackung so aus. Das ist die Palette. Ja, Island Flying. Und da gab es noch Lidschatten. Das werde ich Montag noch gleich gucken. Ich bin eh, ich habe zwar Urlaub, aber ich bin 4 Tage von dem Urlaub zumindest jeden Tag unterwegs. Also für mich dann doch nicht so wirklich Urlaub. Und da ich auf Peach-Töne so stehe, muss ich die haben. Ich werde das nicht als Highlight benutzen. Wahrscheinlich doch den da oder Innenwinkel. Und als Highlighter vielleicht auch als Blush. Oder sogar schon als Highlighter, außer hier den da. Den Gold. Aber ich habe alle geswatcht und oh, ich liebe diese Töne. Die sind so intensiv und so schön. Und ich freue mich auf Augen-Make-ups damit. Ich habe mir die extra eigentlich für die Augen nur gekauft. Hauptsächlich hier die drei Töne.
ein Träumchen. Butterweich, intensiv und traumhaft. Also wer Peachtöne und Orangetöne mag, kann sich die gerne mal anschauen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nach den Lidschattenpaletten gucken, weil ich habe die total vergessen anzugucken. Ich war so aufgeregt, weil ich die Palette geswatcht habe und ich so, oh geil. Und dann irgendwie waren da so viele Leute und ich hatte keinen Bock. Ich war irgendwie fix und fertig. Ich war noch vom Taco dann. Ich war jetzt im Taco, dann war ich beim Fressnapf, dann war ich beim DM, dann war ich beim Rossmann und zum Schluss noch beim Action. Und dann musste man meine Eltern zum Flughafen bringen. Die Zeit hat mir ein bisschen im Nacken gesessen. Und ja, also die ist wirklich wunderschön. Ich bin so happy, dass ich die heute gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass BH irgendwie noch Aufsteller im DM hat, so Sonnenkollektion oder so. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Lidschattenpaletten anschauen. Könnt wetten, da ist bestimmt auch eine dabei, die ich bestimmt kaufen werde, weil ich liebe Lidschatten. Das ist meine Leidenschaft. Ja, ihr Lieben, das war schon der Haul. Ja, eigentlich nichts Besonderes. Nichts, was man kaufen müsste, was man nicht schon hätte. Ich habe den Tag heute so gebraucht. Mein Plan war eigentlich wirklich Taco, 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 Taco. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich gar nicht so viel Klamotten gefunden habe. Ich habe sehr viel anprobiert, auch Hosen, aber das sah irgendwie komisch aus. Der Stoff lag mir viel zu eng an meiner Haut. Ich mag das im Sommer nicht. Ich brauche immer was Luftiges oder weiteres, was mir nicht so nah auf der Haut aufliegt. Auch T-Shirts oder so. Ich mag lieber so breite T-Shirts, als wenn das alles so an der Haut ist. Ich hasse dieses Gefühl, so eingeengt zu werden. Ja, und Haaraccessoires, da kann ich mich austoben. Wenn ich noch flechten könnte, wäre ich noch glücklicher. Ich meine, ich kann zwar schon flechten, aber gesundheitlich mit meinen Händen komme ich da oben überhaupt nicht richtig hin. Komme zwar hin, aber so lange, bis ich das runtergeflochten habe. Halleluja. Aber das ist eine andere Geschichte und darum soll es nicht gehen. Ich würde mich über ein Abo freuen, über einen Kommentar, über ein Däumchen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das Glöckchen aktivieren würdet. Dann würdet ihr keine weiteren Videos von mir verpassen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und würde mich freuen, ebenfalls freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.